Hallo Leute, ja, wir haben hier schon ein klein bisschen weitergemacht. Ich habe hier so eine kleine Höhle ausgehöhlt, drei Betten schon reingebaut. Die Tür wird auch gerade gemacht, damit wir ein bisschen safe sind. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir so ein bisschen was mit Essen dann als nächstes, denke ich mal, da wir unsere Ration, wo wir bestimmt nicht auf Dauer haben, aber das kriegen wir auch bestimmt hin. Ich würde sagen, ihr guckt das Logo, gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann schauen wir mal. Also das haben wir schon mal hingekriegt. Jetzt müssen wir mal weiter gucken. Ein Zaun wäre ja auch ganz cool, ne? Machen wir mal so ein Stück, oder? Dann sind wir da schon mal safe ein bisschen. Vielleicht machen wir noch mehr Zaun. Vielleicht hier noch. Dann machen wir mal so. Und hier und da und dann sind wir eingesperrt, ne? Ich glaube, das ist schon ganz cool, oder? Also eingesperrt ist, ne, relativ. Zauntor. Zauntor. Ich glaube, das muss ich nochmal abbringen. Das ist, steht da falsch, ne? Nochmal Möbel war das, ne? Zauntor, ne. Strukturen war Zauntor. Ich glaube, die Tür muss anders. Machen wir nochmal weg. Probieren wir nochmal. Jetzt kriegen wir es aber hin, oder? Struktur. Struktur. Zauntor. Und drehen. Drehen brauchen wir nicht. Also, es wird wohl so funktionieren. Okay, dann haben wir das. Hier unten ist der Zaun schon mal fertig. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, können wir auch weiter Befehle erteilen. Wir müssen bestimmt hier die Bäume abreißen, die hier sind. Holz brauchen wir auf jeden Fall auch. Kann man die Stumpen dann hier auch noch wegmachen? Baumstumpf, 68%. Zerfällt in 3 bis 4 Tagen. Okay, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Hier ist aber irgendwie Granitbrocken. Können wir das irgendwie aufräumen? Objekt wegtragen. Und da ist auch noch so ein Objekt. Das kann mal weggetragen werden. So, Holz haben wir. Und der Zaun wird gebaut. Das ist auch gut. Hier ist ja schon mal richtig schön, ne? Hütte ist da. Ach so, für den Hund bräuchte man vielleicht auch noch ein Dingens, sag schon, einen Schlafplatz. Tierschlafplatz. Aus Holz. Dann macht den da hin. Dann darf der da auch schlafen. Passiert schon, ja, ne, oder? Weiß jetzt nicht, da hat jemand Holz irgendwo gerade hingetragen oder so. Kann das sein, ne? Also der Zaun ist jetzt nichts, weil der hier durchgelaufen ist, oder wie sehe ich das? Hä? Okay, wir müssen uns ums Essen kümmern. Möbel. Hocker oder Stuhl? Produktion. Schlachtbank. Trichter. Ein Herd ist hier. Aber dafür brauchen wir noch Stahl. Arbeitsplatz, Schlachtplatz. Schmelzofen. Ich brauche eigentlich erstmal so was Einfaches, ne? Aber Produktion, ja. Arbeit? Ne, das wollen wir nicht. Diverses. Ich bräuchte einfach nur mal Lagerfeuer oder sowas. Ach so, Entspannung. Ja, Hufeisen hier. Zack. Das muss hier vorne vor. Damit die was zu tun haben, damit die sich entspannen können. Sonst ist das ziemlich ärgerlich, ne? Also die Steine hat noch keiner weggeräumt, oder? Die Tür geht auf jeden Fall auf und zu. Ja, das passt schon mal. Das Holz wird auch, also es wird schön sortiert hier. Keiner reißt hier was ab, aber wahrscheinlich sind die auch, einer pennt schon. Feli. Ist die Frage, ob der Hund da ist. So ein Hund, ne? Valentina. Labradorhündin ist das, okay. Sie ist hier am Bäume fällen und geht jetzt bestimmt. Nee, macht noch weiter und sie hier wandert unter.
Okay, aber sie hat ein Messer aus Blastahl. Hätte ich hier gar nichts genommen, ne? Kann das sein? Waffne dich mal mit Revolver. Und dann kannst du den Rest machen. Aber Veli ist am Schlafen. Okay, dann lassen wir den erstmal schlafen. Dann sind wir hier so ein bisschen geschützt schon mal. Das ist schon mal gut. Wir haben hier Sachen, aber wir haben mit Essen haben wir noch die Schwierigkeiten. Da müssen wir immer noch dran denken. Architektur. Strukturen. Tierklaubrücke. Ne, da ist es nicht bei. Und Möbel. Da haben wir eine Fackel, Blumentopf, Nachttisch, Kommode, Stehlampe, Sonnenlampe, Regal, kleines Regal. Gibt es hier kein Lagerfeuer? Ich brauche ein Lagerfeuer. Sandsäcke, Barrikade. Stachelfalle gibt es auch schon. Böden brauchen wir nicht. Zonen brauchen wir bestimmt auch, aber Arbeitsplatz. Okay, den Arbeitsplatz sollten wir aber schon mal machen. Ich glaube, den machen wir mal hier hin. Dann kann man da schon mal einfache Dinge machen. Und das hier ist ein Schlachter. Den würde ich jetzt hier hin machen. Damit das auf jeden Fall geschlachtet werden kann. Schlachtbank. Ne, das lassen wir nochmal sein. Das weiß ich noch nicht. Trichter, Steinmetztisch, den können wir auch noch nicht so wirklich. Schmelzofen, da machen wir Stahl und Bauteile, Nähtisch, elektrischer Nähtisch, okay, haben wir nicht. Forschertisch, da brauchen wir Stahl für, Künstlertisch, geht auch noch nicht. Krematorium, okay, das ist jetzt mal später dran. Der Strom wird sowieso noch nichts gehen. Was haben wir hier bei Diverses? Hochzeitsplatz, nee. Partyplatz. Okay, das wäre vielleicht noch interessant. Karawanensammelplatz. Ein Grab brauchen wir jetzt noch hoffentlich nicht. Genauso wie die anderen Dinge hier, ne? Entspannung haben wir schon. Ah, da ist mein Lagerfeuer. Und dies würde ich tatsächlich hier irgendwo hin machen wollen. So. So, zwei pennen schon mal. Billy, die ist ziemlich früh ins Bett gegangen, ne? Komm, wir können mal die Nacht ein bisschen schneller laufen lassen. Komm, lassen wir die Nacht ganz schnell laufen. Bin gespannt, wann Billy aufsteht, weil der ist ja ganz früh ins Bett gegangen, oder? Auf jeden Fall sind sie schon mal mit dem Bett unterwegs, das ist schon mal gut. Ah, guck, Billy ist schon aufgestanden, nachts um 2 Uhr. Neutral, schlafen. Was macht Billy denn? Ah, er hat das Spiel gemacht, das ist schon mal gut. Macht jetzt irgendwas mit Holz, das Lagerfeuer, sehr gut. Und das Feuer brennt. Drinnen wird nicht geweckt, das ist auch gut. Ja, Brennstoff 20 von 20 für 2 Tage, okay. Was macht Wele jetzt? Arbeitsgeschwindigkeit 45 draußen. Ich würde sagen, wir, ja, Befehl ist Gestein abbauen. Ich würde jetzt tatsächlich hier nochmal irgendwo reingehen wollen. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Bereich. Ja. Ich würde hier nochmal reingehen wollen. So viermal, vier ist schon mal erstmal gut. Oder 4x5. Ne, lass mal so und dann machen wir hier den nächsten Raum drunter. Na, wir können ja auch so machen, ne? Den machen wir mal ein bisschen größer. Okay, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, nochmal so einen Raum machen, 4x3. Keine Ahnung, wofür der gut ist, wir machen das erstmal. Gut,
Strukturen haben wir schon die Türen gemacht. So, der Tief. Tierklappe, okay. Brücke, Brücke entfernen. Ja, das brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Schlachtbank haben wir jetzt. Nee, Schlachtplatz haben wir. Was ist das für ein Ding? Nährbastenspender. Okay. Wie kommen wir denn hier an Dingens dran? Hier war ja was zum Abbauen. Stahlreste. Vielleicht sollten wir die mal da wegholen. Vielleicht müssen wir das hier nochmal nicht machen. Warte mal, da können wir auch abbrechen. Nee. Nee, das machen wir schon. Machen wir nochmal Architekturbefehle. Und da machen wir abbrechen hier. Der soll da noch nicht das freiräumen. Dann müssen wir erstmal hier gucken, was da mit den Resten ist. Ich glaube, das sollte man erstmal so abbauen. Vielleicht kommen wir dann da dran. Hier sind natürlich Maschinenteile auch interessant, ne? Das hier wird gar nicht weggetragen, ne? Granitbrocken, können die das nicht? Tür aus Holz steht da auch noch. Granitbrocken. Weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen. Was ist das hier für ein Tier? Ein Alpaka, okay. Gesund, weiblich, Alter 5. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir hier Bären finden oder sowas. Sind das denn Bären? Warte mal, da können wir einen Befehl machen für Ernten. Warte, jetzt sind wir knapp daneben auch vorbei. Ernten. Okay, da sind zwei Sträucher oder was es auch mal ist. Heilkräuter wahrscheinlich. Hier sind Bären, oder? Ja. Dann lass das mal holen. Was ist das denn jetzt hier? Wilde Haltwurzel. Bereit zum Ernten. Na, gucken wir mal. Ach, sie spielen ja schon, okay. Hufeisenspiel. Sehr schön. Und er quält sich da dran, ne? Auch cool, oder? Kann ich den Granitbrocken da nicht wegtragen? Wäre schöner, oder? Architektur, Böden. Holzboden. Können wir doch so machen, ne? Geht das auch, wenn da was draufsteht? Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Was war das jetzt hier? Bären, okay, in einer Kiste gesammelt. Sehr schön. Da haben wir schon mal was zu essen. Frisch, ungekühlt, verdirbt in 14 Tagen, zerfällt nicht überdacht, draußen um 6 Tage. Okay, wir müssen überdachen. Hier wird auf jeden Fall das mit dem Holz jetzt schon gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und der Hund, der hat glaube ich nicht in der Kiste geschlafen, oder? Schwierig. Wir müssen einen Lagerraum haben. Das ist hier der Lagerraum nachher. Oh, jetzt wird hier der Boden gemacht, okay. Der wird auch unter den Betten gemacht. Sehr schön. Okay, jetzt müssten wir noch gucken, dass wir die Wände vielleicht auch noch ein bisschen schicker kriegen, ne? Geht das überhaupt? Holzboden finde ich ja schon mal cool, ne? Ein Tisch wäre auch noch nett und dann was zu essen, aber das können wir hier drinnen machen. Und hier machen wir den Lagerraum, denke ich. Ist das schon abgebaut? Ne, das ist nicht abgebaut. Es kann nur einer von uns das machen, ne? Ja. Sammelpunkt ist das Feuer. Warte mal, da vorne können wir noch ernten, glaube. Oder ist schon geerntet? Ne, ist nicht geerntet. Hier oben war da auch noch was, oder? Ja. Hier können wir noch ein bisschen was holen. Oh, da ist ja so eine Stätte. Aber warte mal, was war das hier oben denn? Stahl. Okay, das sollten wir alles hier erlauben zu holen, weil da können wir ja mit bauen. Ist das mit abgestürzt, ne, oder? Da haben wir ordentlich Stahl dann. Das fehlte uns doch, oder? Da können wir noch eine Kochmaschine machen. Produktion war das. Ein holzbetriebener Herd mit einer Arbeitsplatte für die Zubereitung von Mahlzeiten. Klappt doch schon mal dann, ne? Schön wäre es, wenn er da fertig wird. Dann würde ich den tatsächlich hier hinstellen.
Ist auch gleich fertig. Nur ein Schlag, dann ist das Loch da, ne? Ja. Oh, jetzt ist der Herd weg. So, jetzt kann einer den Herd bauen. Herd, Baustelle. Eingelagerte Ressourcen, Stahl 80 von 80, verbleibende Arbeit 34. Okay, das wird noch. Aber dieser Zaun, der ist, glaube ich, für umsonst, ne? Die ist da gerade auch rüber gestiegen. Geht der Hund denn auch rüber? Keine Ahnung. Ja, da wird es aber langsamer drüber über den Zaun. Aber der Hund geht durch die Tür. Die nicht. Die klettern rüber. Auch cool, ne? Okay, jetzt wird der Herd gemacht. Sehr schön. Jetzt ist hier die Frage, ob hier der Granitbrocken weggetragen wird, ne? Aber sieht nicht so aus. Die sind auch nicht weggetragen worden, ne? Ich glaube, der Fußboden ist fertig. Ja. Forschung müssten wir auch betreiben wahrscheinlich, ne? Aber wir haben noch nichts zum Forschen. Keinen Platz zum Forschen. Gut. Strom haben wir nicht. Produktion. Diverses. Aber wir müssen auch noch einen Tisch mit zum Essen haben, ne? Kriegen wir das denn am schlausten hin? Also hier ist erstmal das okay, denke ich. Was haben wir denn noch hier so? Für es in einen Behälter, der mit Ressourcen gefüllt werden kann. Wichtig für Maschinen wie den Nährpastenspender. Steinmetztisch. Den brauchen wir auch auf Dauer. Das ist jetzt fertig, der Herd, ne? Arbeitsgeschwindigkeit 90% draußen. Ach, wahrscheinlich brauchen wir noch eine Tür. Tür aus Holz. Gucken wir mal. Wenn er die Tür aus Holz macht. Hat der Hund da geschlafen? Nee, ne? Besitzer niemand. Vielleicht passt der Hund auch nicht da rein. Weiß ich nicht. Ah, hier wird Stahl jetzt abgebaut. Da sind, glaube ich, nur Blumen, ne? Da kann man nichts mit anfangen. Warte mal, wir können noch Dingens hier Befehle geben. Und noch Holz fällen. Hier stehen nämlich noch Bäume drin. Achso, die Stumpen kann man auch wegmachen. Okay. Na dann. Kopie bauen. Ne, brauchen wir alles nicht. Sieht erstmal gut aus, oder? Ich habe mir nur Sorgen, mach mir nur Sorgen, dass wir das Essen nicht irgendwie hinkriegen, ne? Okay. 10 Schlachten jagen. Anstrich entfernen, Bauwerk streichen, Oberfläche glätten. Wie soll man das machen hier? Wird das dann schick, ne, oder? Mal gucken, was sie da machen. Tür ist gleich fertig. Okay, Herd ist auch fertig und ist drinne jetzt. Diese Stelle muss frei bleiben, okay. Jetzt müsste irgendwann einer nur anfangen, da auch weiter zu arbeiten. Macht erstmal einen guten Eindruck. Betten sind aber drinnen, ne? Bett aus Holz ist schlecht. Sieht man sonst nichts. Tür geht auf, okay. Was macht sie jetzt? Entspannt sich sozial, okay. Schlachten und Zähmen, ja. Was war das jetzt? Piraten und Feindliche haben es auf dich abgesehen. Du solltest etwas zur Verfügung. Sandsäcke und Fallen, ja, genau. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, ne? Wo waren denn die Sicherheit? Aus Holz. Erstmal ein paar Fallen. Eine Sandsäcke. Kann ich nicht. Barriere aus Holz.
Ja. Machen wir mal so die Barriere, oder? Schon Nacht, die müssten gleich wieder schlafen gehen. Der Hund geht auch über den Zaun, alles klar. Also der Zaun ist für nix, ne? Einfach nur für schick. Und die Kochmaschine, ja, müssen wir auch gucken, auch, dass das klappt. Abscheulich. Beengt, hässlich, verschmutzt. Na super. Aber da muss der Raum noch weiter gebaut werden. Die Fallen werden auf jeden Fall gebaut. Das ist schon mal gut. Ja. So ein bisschen haben wir was geschafft. Eine Pflanzensammlerin ist da. Zum Ort springen. Okay. Die ist aber gut, ne? Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Denke ich. Oh ja. Die pflanzt, sammelt jetzt hier Pflanzen, oder wie sehe ich das? Eine Kriegerin. Ist aber ein Besucher, ne? Kolonist untätig, ja. Warum wird denn hier auch nicht weiter ausgeschachtet? Okay, die sammelt jetzt hier was auf? Nee. Das müssen wir ja auch mal angucken, ne? Okay, aber ich würde sagen, soll für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.